De Stinkmorschel, Phallus impudicus, ist ein bedingt essbarer Folgezersetzer, den man gut anhand seines aasartigen Gestanks sowie seines einzigartigen Erscheinungsbildes erkennen kann. Im heutigen Pilzporträt befasse ich mich mit Vorkommen und Lebensweise, Merkmalen, Verwechslungsmöglichkeiten und Speisewert dieser Art. Die Stinkmorschel gehört zu den saprophytisch lebenden Pilzarten. Als Streuzersetzer ernährt sie sich von abgestorbenem organischem Material in der Streuschicht des Waldbodens. Der Pilz wächst gerne an humusreichen Standorten und kann in Wäldern, Gärten und Parkanlagen gefunden werden. Die Ansprüche der Stinkmorschel an Baumbestand und Bodenbeschaffenheit sind dabei sehr gering. Sie ist sowohl im Fichtenmischwald als auch im Laubwald anzutreffen, gedeiht auf sandigen, lehmreichen oder kalkhaltigen Böden und wächst unter sauren wie alkalischen Bedingungen. Die Entwicklung eines Fruchtkörpers der Stinkmorschel kann in zwei Stadien unterteilt werden. Zuerst bildet der Pilz ein sogenanntes Hexenei aus, das nur wenige Tage lang in dieser Form bestehen bleibt. Anschließend wird der darin bereits angelegte Stiel gestreckt und bricht durch die ledrige Außenhaut des Hexeneis. Dabei ist eine Wachstumsgeschwindigkeit von etwa 5 bis 10 cm pro Stunde möglich. Im Gegensatz zu den meisten anderen Großpilzen verbreitet sich die Stinkmorschel nicht, indem sie ihre Sporen direkt an die Luft abgibt. Stattdessen bildet der Pilz einen aasartig riechenden, zuckerenthaltenden Schleim auf seiner Hutoberseite aus, welcher die Sporen enthält. Durch den Gestank werden Fliegen angezogen, welche die nahrhafte Sporenmasse des Pilzes verzehren und mit ihren Ausscheidungen zu seiner Verbreitung beitragen. Die Stinkmorschel ist eine weit verbreitete und sehr häufige Pilzart, die bereits ab April und bei geeigneter Witterung bis weit in den November hinein gefunden werden kann. Sie wächst vereinzelt bis gesellig. In seltenen Fällen sind auch Massenfunde mit einigen Dutzend Fruchtkörpern auf kleinem Raum möglich. Das Hexenei der Stinkmorschel ist Jungkugel, später eiförmig und erreicht einen Durchmesser von etwa 5 cm. Es ist von einer schmutzig-weißen, lederartigen Hülle umgeben. Am Ansatz findet sich ein einzelner, bis zu 2 mm dicker, weiß gefärbter Myzelfaden. Im Querschnitt lassen sich drei verschiedene Schichten erkennen. Die gallertartige, transparente und schmutzig gelb gefärbte Außenhülle, die sowohl nach innen als auch nach außen von einer lederartigen Haut begrenzt wird, eine grün gefärbte Schicht, welche die Sporen des Pilzes enthält und sich später zum Hut entwickeln wird, sowie ein Stiel, der halbkugelförmig von der Sporenmasse umschlossen ist und im Hexenei noch mit einer gelartigen Flüssigkeit gefüllt ist. Der reife Fruchtkörper kann eine Höhe von 20, in seltenen Fällen auch 25 cm erreichen. Der Stiel ist gekammert, porös, brüchig und innen hohl. An der Stielbasis finden sich die Überreste des Hexeneis. Der Hut ist etwa 4 cm breit und 5 cm hoch. Bei jungen Pilzen besitzt er eine glatte, leicht klebrige und schwach glänzende, grünlich gefärbte Oberfläche. Im Verlaufe der Entwicklung des Pilzes nimmt diese eine zunehmend schleimige Beschaffenheit an, der Grünton wird dunkler und der Glanz stärker ausgeprägt.
Die grüne Sporenmasse wird von einer wabenartigen, an den Hut einer Spitzmorschel erinnernden Grundstruktur getragen. Bei jungen Pilzen ist diese noch vollständig verdeckt, mit zunehmendem Alter tritt sie allerdings immer deutlicher hervor. Bei überständigen Stinkmorscheln bleibt meistens nur noch diese Grundstruktur als Hut zurück, weil die gesamte Sporenmasse von Insekten verzehrt worden ist. Der Geruch der Stinkmorschel ist stark von ihrem Entwicklungsstadium abhängig. Das geschlossene Hexenei riecht neutral. Im Querschnitt besitzt es einen rettischartigen, an rohe Kartoffeln erinnernden, nicht unangenehmen Geruch. Die junge Stinkmorschel riecht bereits schwach nach Verwesung. Der intensive Aasgestank, für welchen die Art bekannt ist, tritt allerdings erst auf, wenn die zunächst feste Sporenmasse bei reifen Fruchtkörpern eine schleimige Konsistenz annimmt. Danach lässt sich der Geruch allerdings auch noch aus einer Entfernung von mehreren Metern wahrnehmen. Auch alte Exemplare, die ihre Sporenmasse bereits vollständig verloren haben, können durchaus noch einen intensiven Verwesungsgeruch verströmen. Das Innere des Hexeneis besitzt einen milden, rettisch- bis kartoffelartigen Geschmack, die Schleimschicht hingegen schmeckt zitrusartig. Die Stinkmorschel kann aufgrund ihres charakteristischen Erscheinungsbildes einfach bestimmt werden. Es existieren nur wenige Pilzarten, die ihrem reifen Fruchtkörper ähnlich sehen. Für den Speisepilzsammler ist allerdings nur das Hexeneistadium interessant, das schon etwas einfacher mit anderen Pilzen verwechselt werden kann. Alle nachfolgend beschriebenen Arten sind ungenießbar. Die gemeine Hundsrute ähnelt in ihrem Habitus der Stinkmorschel, ist aber fragiler und dünnfleischiger. Ihr Stiel ist gelblich, orange bis rosafarben, aber nicht weiß. Der Geruch ebenfalls unangenehm widerlich, aber süßlicher und weniger intensiv. Das Hexenei ist kleiner, der Stielansatz gelblich, orange oder rötlich gefärbt. Es existieren weitere Arten aus der Gattung der Hundsrute, wie etwa die vornehme oder die himbeerrote Hundsrute, die allerdings ebenfalls einen farbigen Stiel, einen fragilen Fruchtkörper und einen milderen Geruch als die Stinkmorschel aufweisen. Der Tintenfischpilz besitzt wie Hundsruten und Stinkmorscheln ein Hexeneistadium. Der reife Pilz bildet leuchtend rot gefärbte, an Tentakel erinnernde, armartige Strukturen aus, die die intensiv aasartig riechende, schmierige Sporenmasse des Pilzes tragen. Tintenfischpilze sind regional häufig und wachsen gerne gesellig bis büschelig. Das Hexenei ist kleiner, besitzt eine dunklere Außenhülle und mehrere dünne, rötliche Myzelfäden an seinem Ansatz, im Gegensatz zum einzelnen, weiß gefärbten Strang des Stinkmorschelhexeneis. Im Querschnitt ist kein Stiel zu erkennen. Der rote Gitterling ist ein sehr seltener Pilz, dessen reifer Fruchtkörper eine gitterartige Struktur aufweist und seine aasartig stinkende, grünliche Sporenmasse auf der Innenseite trägt. Das Hexenei ähnelt dem Hexenei des Tintenfischpilzes. Am Ansatz finden sich wurzelartig verzweigte Myzelfäden. Die folgenden Pilzarten gehören zur Gattung der Stinkmorschel und sind ebenfalls bedingt essbar. Die Schleierdame ist ein sehr seltener Pilz, der alle Merkmale der Stinkmorschel teilt, allerdings ein gitterartiges Netz besitzt, das weiß gefärbt ist und mehrere Zentimeter von seinem Hutrand herabhängt. Die seltene Dünenstinkmorschel besitzt einen milderen Geruch als die Stinkmorschel. Die Außenhülle ihres Hexeneis ist rötlich bis violett gefärbt. Der Pilz ist üblicherweise
außerhalb des Waldes zu finden und wächst gerne auf Dünen in Küstennähe. Stinkmorscheln sind nur im Hexeneistadium essbar. Die ausgewachsene Stinkmorschel ist hingegen kein Speisepilz. Die Hülle des Hexeneis muss vollständig geschlossen sein, das Innere sollte Kartoffel- bis Rettichartig riechen. Ein Hexenei, das bereits einen verwesungsartigen Geruch verströmt, steht kurz davor, zur reifen Stinkmorschel heranzuwachsen und ist ungenießbar. Hexeneier der Stinkmorschel sind keine vielseitig verwendbaren Speisepilze. Für Risottos, Pilzsoßen oder auch Mischpilzgerichte ist dieser Pilz eher ungeeignet. Als Zubereitungsart empfiehlt sich vor allem das scharfe Anbraten in geschmacksneutralem Öl. Nach Entfernen der gallertartigen Hülle wird das Innere des Hexeneis in dünne Scheiben geschnitten und kann wie Kartoffelchips oder Bratkartoffeln zubereitet werden. Der Stielansatz im Zentrum eines Hexeneis ist sogar roh essbar und schmeckt rettichartig. Auch der gebratene Pilz besitzt einen an rohe Kartoffeln oder Rettich erinnernden Geschmack.